Album auf Platz 4, der Kartenvorverkauf für die Tour brummt. Alles in allem läuft es so rund für Aha. Da werden die Dreis verkraften, dass Foot of the Mountain in der 6. Woche um einen Platz fällt. Und zwar auf die 10. Michael Jacksons höchster Wiedereinstieg schafft es in die Top 10 und ist damit erfolgreicher als im Veröffentlichungsjahr 1982. Auf Platz 9, Thriller. Nachdem Pokerface vermutlich selbst Lady Gaga zu den Ohren raushängt, beglückt sie uns endlich mit einer neuen Single und startet in gewohnter Art und Weise durch. Von der 0 auf die 8, Love Game. I Got a Feeling steigt ein auf Platz 7 und es ist mehr als nur ein Gefühl, dass die Black Eyed Peas damit den höchsten Neueinstieg der Woche hingelegt haben. Die Sportfreunde Stiller lassen sich einfach nicht aus den deutschen Top 10 heraus komplimentieren. Unverändert sind sie auf der 6 und machen dort, was sie machen. Ein Kompliment. Transformers, die Rache, schlug direkt auf Platz 1 der deutschen Kinocharts ein. Etwas schlechter läuft es da für den Soundtrack. Linkin Park fällt mit New Divide um einen Platz auf die 5. Des einen Leid ist des anderen Freud. David Guetta und Kelly Rowland tauschen mit Linkin Park die Plätze. When Love Takes Over steigt von der 5 auf die 4. Nachdem Lady Gaga in der letzten Woche mit Pokerface vom Charts-Thron gestoßen wurde, verweilt sie unverändert auf Platz 3 der deutschen Charts. Mediziner vermuten, dass es sich dabei ja um eine Art Schockstarre handelt. Ich baue eine Stadt für dich. Cassandra und Adel nutzen ihre mittlerweile erworbenen Baukenntnisse und zementieren ihre Position. Unverändert auf Platz 2 Cassandra Steen und Adel Tawil mit Stadt. Das waren sie, die Plätze 10 bis 2. Und den Schatzstrebern unter euch dürfte damit klar sein, was das bedeutet. Emiliana Torini hat in der letzten Woche nicht nur Lady Gaga den ersten Platz geklaut, sondern ihn auch noch in der 2. Woche verteidigt. Und das ist bisher nur einem gelungen, Daniel Schumacher. Ja, aber wie erkläre ich euch jetzt, wer Daniel Schumacher war? Egal, unverändert auf der 1, Emiliana Torini mit Jungle Drum und ich sag auf Wiedersehen.